Ich habe gemerkt, dass ihr die üblichen Probleme habt, mit der Öffentlichkeit, mit vor allen Dingen den etablierten Forstleuten. Ich selber habe in Freiburg studiert, also ich kenne eure Situation ein bisschen. Die Forstverwaltung in Stuttgart hatte damals heftig versucht, mich zu einem baden-württembergischen Forstbeamten zu machen und ins Ministerium zu ziehen. Aber da ich im Wald bleiben wollte, habe ich das nicht gemacht. Also ich fühle euch sehr verbunden. Und ich habe auch jetzt immer noch Kontakt zu Bürgerinitiativen, die in Baden-Württemberg einfach eine andere Waldwirtschaft wollen. Speziell in Stuttgart, die gerade kürzlich durch einen Stadtratsbeschluss eine Wende beschlossen haben hin zu diesem Lübecker Konzept. In Tübingen kämpfen wir noch, ne? Der dortige Bürgermeister, er hat mit Natur nicht viel am Hut, aber er lässt sich mit Argumenten irgendwie durchaus erreichen. Und so gibt es einige Orte, die also auch dort bei euch mich nach wie vor interessieren. So, und das, was wir so vorbesprochen haben, ist, dass ich vielleicht einmal ein bisschen skizziere, was mich bewegt, was dieses sogenannte Lübecker Konzept, das wir vor etwa 30 Jahren hier im Norden eingeführt haben, was das ausmacht, was das bewirkt. Und darüber zu sprechen lohnt sich, weil ja die klassische Forstwirtschaft immer wieder sagt, also so dieses Lübecker Konzept und diese ökologische Sichtweise, die kann gar nicht klappen. Das geht ja gar nicht. Vor allen Dingen ist es ja auch nicht wirtschaftlich. Und da möchte ich so ein paar Aspekte einbringen. Und ich freue mich aber im Wesentlichen auf die anschließende Diskussion, weil man in so einem kurzen Vortrag ja auch nur eine bestimmte Weise, eine Sichtweise einbringen kann. Aber das, was euch interessiert, ne, was wirklich interessiert, das kommt ja erst raus, wenn ihr nachher Fragen stellt und wenn die Diskussion da ist. Ich bin übrigens Bund BUND-Mitglied seit 1982 und bin in allen Waldgremien, Bundesebene, Landesebene und auch immer noch auf Kreisebene für den BUND tätig gewesen. Also insofern sind wir sozusagen fast unter uns. So, jetzt muss ich also die Technik hier bemühen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe so ein veraltetes System, aber ich glaube, ich kann das schaffen, indem ich also diesen zeitgemäßen Umgang mit den Forsten und Wäldern mit euch irgendwie versuche zu besprechen. Der Ausgang meiner Gedanken, Patrick, siehst du die nächste Folie? Ja, Rio? Gut. Der Ausgang meiner Gedanken ist eigentlich fast immer die tatsächliche offizielle Situation auf nationaler und internationaler Ebene, nämlich diese berühmte Rio de Janeiro-Weltkonferenz, der Internationale Earth Summit 1992, die einfach ziemlich detailliert und auch verbindlich festgelegt hat, dass wir die Welt jetzt retten sollen. Also einmal mit der Konvention zum Klimawandel, aber vor allen Dingen unter Naturschützern und auch Förstern, die Konvention zur biologischen Diversität. Dann gab es noch eine Deklaration über Forsten, das ist aber unverbindlich. Die anderen beiden sind verbindliche Staatsverträge gewesen. Und aus dem Ganzen resultierte eben das Aktionsprogramm Agenda 21 für das 21. Jahrhundert für die nachhaltige Entwicklung, also für eine enkeltaugliche Entwicklung, die auf lange Sicht eigentlich für immer gut sein soll. Das kennt ihr eigentlich schon. Mittlerweile hat sich durchgesetzt. Was bedeutet diese nachhaltige Entwicklung? Das bedeutet nicht, dass man nur, wie die Förster das meistens und ich auch so gelernt haben, dass wir genügend Holz nachliefern, aber auch nicht mehr einschlagen, als der Wald von sich aus liefert. Der sogenannte Hiebsatz, der alle 10 Jahre festgelegt wird. Sondern über diese Holzlieferung hinaus gibt es ganz, ganz viele andere Funktionen, die der Wald hat und auch Leistungen, die wir von ihm erwarten. Das sind eben diese ganz grundsätzlichen Basisleistungen, die einfach unser Leben bestimmen, ne? Ohne die können wir nicht leben, wie die Photosynthese und daraus abgeleitete Materie aus dem Sonnenlicht. Dann als zweites die Holzwirtschaft, was die Förster eben meistens betrachten, also überwiegend betrachten, aber auch Klimaleistungen, also Wasserfilterung und so weiter. Und nicht zuletzt Daseinsleistungen der Erholung für die Seele, Waldbaden neuerdings und so weiter. Also wir haben so ein breites Spektrum an Erwartungen an unsere Wälder und es ist natürlich eine Frage, in welcher Weise man die kombinieren kann und an jedem Ort hat eigentlich
haben diese unterschiedlichen Erwartungen auch unterschiedliche Schwerpunkte. In einem Stadtwald oder Kommunalwald sieht es anders aus als einem großen Landeswald, der irgendwo fern der Städte vielleicht mehr Holz produziert, während im Kommunalwald einfach die Kultur, die Landeskultur eine Bedeutung hat, große Bedeutung hat oder auch die Erholung und so weiter. Diese Ideen von Rio, die haben ihren Niederschlag gefunden in den Kontraktländern, in den, die es unterschrieben haben, in nachfolgenden Strategien. Und so haben wir in Deutschland auch im Jahr 2007 unter der Merkel-Regierung mit Beteiligung der CDU deutlicher Zielsetzungen auch für den Wald definiert, die bis im Wesentlichen bis 2020 umgesetzt sein sollen. Ich habe das hier nochmal so ein bisschen aufgeschrieben, weil viele Erwartungen, die wir alle an den Wald haben, die sind damals von der Regierung aufgeschrieben worden und als Empfehlung für die Bundesländer, als dringende Empfehlung weitergegeben worden. Bitte helft uns, die Rio-Beschlüsse umzusetzen. Und das ist eigentlich das, was die Umweltverbände fordern. Und wir erleben aber vielfach, dass dann die Forstverwaltung oder auch die Bürgermeister sagen, ah, das ist ja unzumutbar und wir müssen auch Geld verdienen und so. Also hier steht jedenfalls, wir sollen bis zum Jahr 2020 in den Wäldern die Vielfalt und die Struktur und Dynamik einer natürlichen Waldlebensgemeinschaft erreicht haben. Also nicht einer Plantagenwirtschaft oder einer Holzproduktionswirtschaft, sondern der typischen natürlichen Lebensgemeinschaften. Das, was ohne Mensch sich von allein entwickeln würde, das ist Regierungspolitik gewesen und immer noch. Und es sollen eben die Bäume und Sträucher der natürlichen Waldgesellschaft die Möglichkeit kriegen, sich zu verjüngen, sagen die Förster, also sich weiter zu vermehren und dann auch zu dominieren. Und die Förster, also wir sollen mit naturnahen Bewirtschaftungsformen diese Prozesse stärken, damit die ökologischen Funktionen nicht vergehen, sondern Wald sich aus sich heraus weiterentwickeln kann. Dazu gehört, dass man eben auch Komponenten eines Naturwaldes wie altes Holz, alte Bäume, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Jahre alte Bäume weiterhin, nee, erstmalig würde ich fast sagen, wieder da sein werden irgendwann und dass auch totes Holz, was umstürzt, in begrenzter Menge vorhanden ist. Das gehört zu dem natürlichen Kreislauf von Wäldern hinzu und ist kein Luxus. Das ist eigentlich eine Grundbedingung, dass Wälder sich aus sich heraus weiterentwickeln können und dass sie auch ihre Nährstoffe und das Wasser und alles halten können und wir nicht eines Tages in Wäldern düngen müssen, weil wir einfach zu viel rausholen. Dazu kommt, dass sie dann normative Ziele gesetzt haben, die Bundesregierung, dass wir bis 2020 5% aller Wälder völlig in Ruhe lassen, mit natürlicher Waldentwicklung. Und da die damals schon wussten, dass Privatwälder das nicht machen werden, wenn sie nicht entschädigt werden und Geld wollte man nicht ausgeben, hat man gesagt, na gut, alternativ, also 5% ganze Waldfläche Deutschlands, die Hälfte der Waldfläche Deutschlands ist privat, die werden das nicht machen, also machen wir 10% in öffentlichen Wäldern, haben wir wieder die 5% auf der gesamten Fläche. Das heißt, dringende Empfehlung an die Länder, 10% in euren öffentlichen Wäldern, dazu gehören auch die Kommunalwälder, nicht mehr bewirtschaftet. Ja? Also das ist eine Forderung der Regierung. Ich sage das jetzt so deutlich, weil viele immer sagen, ah, das ist ja so eine unerfüllbare, idealistische oder nee, eigentlich nicht mal idealistische, so eine blödsinnige Forderung der Umweltverbände, nicht? Also 10% in unserem öffentlichen Wald in Alt-Hengstedt oder wo, das ist ja das Ende der deutschen Holzwirtschaft. Und Bruttosozialprodukt wird wahrscheinlich abstürzen und so. Also jedenfalls 10% nicht mehr bewirtschaftet. Und bei der Neubegründung soll man vermehrt standortsheimische Baumarten verwenden. Also diejenigen Baumarten, die von Natur aus seit der letzten Eiszeit sich angesiedelt hätten. Dazu muss man wissen, dass wir in Deutschland die Baumarten, die bei uns in Deutschland sind, an den verschiedenen Stellen sind nur zu einem ganz geringen Teil standortheimische. Wir haben allein 55% Nadelbäume in Deutschland, in den Forsten, obwohl wir nur nicht mal 5% von Natur aus hätten. Also 50% sind dazugekommen. Und bei den Buchen ist es ähnlich. Etwa 60 bis 70% der Wälder werden dominiert, wenn es natürliche Wälder wären. Wir haben aber nur 15% Buchen statt 60 bis 70%. Also das ist alles auf den Kopf gestellt. Unsere Wälder sind künstlich, unsere Wälder sind keine Wälder, sondern sind 99,5% Forsten. Und wir haben alle den Auftrag,
über die Regierungspolitik, nationale Biodiversitätsstrategie, die Natürlichkeit der Wälder wieder zu verstärken. In der Tat sieht es aber heutzutage so aus, das sind realistische Bilder jetzt seit 2018, dass überall die Fichte, der Brotbaum, der noch von den forstlichen Fakultäten bis 2017 als der einzige sinnvolle Baum, der Wunderbaum für Deutschland gepriesen wurde. Ich habe das alles immer aufgehoben, wie die Professoren gesagt haben, dass alles andere ist Gefühlsduselei, also Fichte, Douglasie und solche Wälder, das ist die Zukunft. Und nun auf einmal sterben sie überall ab. 5% ist abgestorben schon von den Fichten und wir haben so viel Holz wie noch nie. Das liegt überall rum. Das ist geregelte Forstwirtschaft nicht mehr. Und das sieht dann zum Beispiel hier im Harz so aus. Im hinteren Teil ist der Nationalpark Harz, ganz hinten da oben. Da ist es nicht abgeräumt, aber im vorderen Teil sieht man es überall mit großen Maschinen rumgefahren, alles schön fein säuberlich fertig für die neuen Pflanzungen, die im Übrigen überwiegend auch wieder mit Fichte erfolgt sind. Und dann schön mit dicken Maschinen alle 15, 20 Meter der Boden dann verdichtet zu einem betonartigen Streifenboden und dann reingepflanzt. Dann ist auch die Hälfte oder noch mehr wieder vertrocknet im nächsten Frühjahr. Das ist dann die moderne Forstwirtschaft, die irgendwie noch nicht gehört hat, was diese regierungsnationale Biodiversitätsstrategie ihnen eigentlich auferlegt hat. Und bei den Laubbäumen sieht es dann häufig so aus, dass die Bäume werden entzerrt, sogenannte Zielbäume, Z-Bäume werden hergestellt, schon von Jugend auf. Das ist die überwiegende Strategie, auch in Baden-Württemberg, dass man dann die Kronen freistellt von den Superbäumen der Zukunft und dass genügend Licht und Regen dazwischen fällt und die sogenannte Naturverjüngung, wie hier unten dieses rötlich-graue Zeug, das ist Buchen-Naturverjüngung, sich entwickelt aus einem Guss, ne, so schön flächig wieder. Und dann hat man sich gewundert, dass wenn das so offen ist, seit 2018 dann also selbst bei diesen jungen Bäumen alles abstirbt und man hat Angst vor Feuer und so. Das konnte man ja nicht wissen. Ne? Das ist jetzt eine Katastrophe, die konnte man nicht wissen. Man wusste ja nicht, dass man Wälder natürlich halten soll, sondern man hat gedacht, ja, Wälder sind eigentlich Plantagen und wir brauchen eben Holz. Und dazu kommt dann noch, das sieht jeder von uns jeden Winter, wenn es feucht ist und nicht mehr friert, dass dann die großen Maschinen, die aus Rumänien und Bulgarien und aus Schweden zu uns kommen, Waldarbeiterstamm ist sehr verringert worden, dass die dann in Schichtdienst alle 20 Meter durch die Wälder kurven. Der Kran links und rechts hat eine 10 Meter Auslage, deswegen müssen die Wege alle 20 Meter sein. Nach neueren Zertifizierungen macht es man nur alle 40. Und dann ist das, was wir nicht sehen, nämlich dass die Wurzelwelt, die ganz entscheidend ist für das Leben und Überleben der Wälder, die ist dann erheblich beeinträchtigt oder getötet. Das kann man sich vorstellen, wenn man weiß, was da drunten los ist, dass der Wald eigentlich ein Naturwald untereinander ein dichtes, endlos verknüpftes Geflecht ist und jede Buche hat in einem Umkreis von 100 Meter in einem Radius, ist praktisch mit jeder anderen Buche eigentlich verbunden und tauscht aus Nährstoffe und Kohlenstoff und so weiter. Aber wenn alle 20 Meter oder 40 so eine dicke Maschine durchfährt, dann ist das eben zu Ende. Die Wälder werden dann eben erheblich ramponiert. Aber wir haben ja die Möglichkeit, neue Wälder zu schaffen. Ich habe hier mal das Titelbild von dem Bund Deutscher Forstleute heraufgezogen. Die neuen Wälder kommen. Das ist ja ganz einfach. Wir machen alles sauber da, wo Totholz war oder wo was zusammen gestorben ist. Und wir wissen es ja besser. Wir haben ja die Forstlichen Versuchsanstalten. Freiburg ist auch so eine. Und die wissen das ja. Die haben ja Versuchsflächen seit vielen Jahren und haben Computermodelle. Und die haben uns neue Bäume geschenkt, die sogenannten, diese Wunderbaumarten der Zukunft. Und die pflanzen wir da rein mit Wuchshüllen, damit sie nicht aufgefressen werden und damit sie auch schneller wachsen. Und wir sehen also, unsere Bäume der Zukunft kommen da noch. Also keine Sorge. Ökologen und Nicht-Forstleute nennen diese Pflanzungen Plantagen von Pflanzen. Nicht? Plantare, Pflanzen, Plantagen. Unsere Fichtenmonokulturen sind auch Plantagen, weil sie in der Regel auch als Monokultur gepflanzt wurden. Aber jeder Förster geht mir und euch an die Gurgel, wenn ihr sagt, das sind ja Plantagen oder das sind ja Forsten. Einige sagen, das sind Wälder und das sind schöne ökologische Wälder. Die haben wir gepflanzt, weil die Natur kann das nicht. Aber wir machen das. Und diese Wälder, die wir hier machen mit Kunststoff und Düngen und was wir noch so dazu brauchen,
Die retten uns, ne? Also wir, die Natur kann sich nicht anpassen an das, was da jetzt alles kommt. Ja, so, das war so die Vorgeschichte, die euch natürlich ein bisschen überspitzt, aber die euch entgegentritt, ne? Wenn ihr irgendwo seht, also die Wälder sind da umgekippt, da fahren die dicken Maschinen und lasst doch ein bisschen mal was liegen, weil das Totholz würde den Boden schützen und würde den Humus entstehen lassen und würde das Wasser halten und die Rehe kämen dann nicht so gut dran. Wenn ihr das sagt, dann sagen, ja, das ist nicht zeitgemäß, das ist Schwärmerei. Aber das ist es nicht. Das ist meine Position und nicht nur meine. Ich will mal im Hinblick auf eine Veränderung der Waldwirtschaft oder einer Waldwirtschaft, die sich mehr in die natürlichen Gesetze einfügt, ein paar Worte verlieren über die Spezialität, das Spezielle an der Waldwirtschaft. Das Spezielle an der Waldwirtschaft ist, dass Waldwirtschaft zur Kategorie der Urproduktion gehört. Urproduktion ist eine betriebswirtschaftliche Richtung, die sich stützt auf im Wesentlichen in der Produktivität auf die Natur selbst. Wir haben eine andere Produktionsformen im tertiären, im sekundären Sektor, das ist die industrielle Produktion. Da stützt man sich nicht auf die Naturkräfte, sondern auf Arbeit und Kapital, hauptsächlich Kapital. Und dann der dritte Sektor in der Volkswirtschaft, das ist Dienstleistungsproduktion. Da stützt man sich im Wesentlichen auf Arbeit, auf Menschen. Und Kapital und Natur haben Nachrang. Aber hier in der Urproduktion haben wir es zu tun mit einer Wirtschaft in der Natur und sogar mit der Natur. Also es ist ein Partnerschaftsverhältnis. Und deswegen habe ich hier noch mal so ein paar Sätze aufgeschrieben. Die Urproduktion, also die Waldwirtschaft, die Forstplantagen nicht mehr so. Das ist schon industrialisierte Produktion. Aber Waldwirtschaft, die wir wollen und die vom Gesetz ja auch vorgeschrieben ist, die ist durch unveränderliche Naturgesetze einfach festgelegt, ja. Also wir können nichts machen. Das sind Gesetze, die werden viel stärker eingehalten und sanktioniert als jede andere künstlichen Gesetze, weil die Natur nicht mit sich spaßen lässt. Wenn wir die Naturgesetze nicht beachten, dann gibt es eine Reaktion und die ist in der Regel nicht positiv. Also wir müssen die unveränderlichen Naturgesetze beachten. Das zweite ist, unsere Fabrik, also der Wald oder womit wir da arbeiten, ist ein Subjekt. Das ist kein Objekt, sondern das ist ein Partner sozusagen mit Eigenleben. Diese Fabrik, die reagiert und die ist so vielfältig und so komplex, dass wir, wenn wir mit ihr umgehen, in einen hohen Grad von Ungewissheit eintreten. Das ist eigentlich eine Blackbox. Das ist etwas, was unerkennbar letztendlich ist. Und hat vor allen Dingen auch einen Zeithorizont, der es uns unmöglich macht, alle Reaktionen dieses Systems auf unsere Tätigkeit einzuschätzen. Also es ist ein lebendes Subjekt, das direkt auf uns reagiert und uns sozusagen vor uns her marschiert. Es ist ein superkomplexes und weitgehend unerkanntes und immer unerkannt bleibendes System. Also Unsicherheit Blackbox. Dazu kommt, wir müssen bedenken, diese Systeme sind 300 Millionen Jahre, hat Wald sich entwickelt, ja, auf unserer Erde. Wir Menschen sind eben gerade kürzlich erst in dieses System eingetreten. Also die Waldvegetation ist eine Vegetation, die, wenn man nichts tut, sich immer wieder überwiegend einstellt. Die ist so dominant, dass sie es kann. Man muss davon ausgehen, dass naturnahe Systeme, also auch bei uns naturnahe Wälder, wenn man in sie eingreift, also Förster sagen, ich pflege sie und ich stütze sie und ich entwickle sie oder so, das ist immer eine Störung, das ist immer eine Schwächung. Also jeder Eingriff in ein weitgehend naturnahes System ist eine Schwächung der Mechanismen, die über Millionen von Jahren letztendlich bewährt zum Überleben sich entwickelt haben. Das gilt natürlich nicht für diese Kunstsysteme, nicht? Diese Fichtenmonokulturen und so etwas, da muss man wirklich eingreifen. Also zumindest, man kann es auch lassen. Wenn man nicht eingreift, entsteht auch was sehr Gutes. Aber man kann diese Fichtensysteme nicht stützen, dann ist das auch eine Schwächung. Also man muss wissen, jeder Eingriff ist prinzipiell eine Schwächung in naturnahe Waldsysteme. Die Produktionsdauer für Holz und die Försterreden
im Wesentlichen von Holz. Ja? 80% der Einnahmen in unseren deutschen Wäldern sind Holz, kommen aus Holz. Und wenn man einen Förster fragt im Winter, ja, lassen Sie mal da mit dem Holz und so, was machen Sie denn da? Dann sagt er, du, das ist der einzige Maßstab, mit dem ich bemessen werde. Das ist im Computer, ich muss so und so viel 1000 Festmeter abliefern, dann und dann, da gibt es Fristen, die Firmen kommen. Das heißt, ich bin ein Holzmanager im Winter und das ist der Hauptmaßstab. Wenn ich im Holz nicht gut bin, werde ich auch nicht befördert, dann habe ich auch keine Chance da in dem Beruf. Also, das Holz ist der wesentliche Teil und dieses Holz, das wird in einer Zeit produziert, die unsere Lebensdauer oder zumindest die Berufsdauer des Försters weit überschreitet. Das ist auch was Besonderes, dass man in einer Fabrik arbeitet, in der man nicht so genau weiß, was das Produkt, mit dem man gerade anfängt, nachher irgendwann macht und vor allen Dingen, welchen Preis dieses Produkt am Schluss kriegt, ja, oder was, wozu es verwendet wird. Wozu verwenden wir in 150 Jahren den kleinen Baum, der da jetzt eingepflanzt wurde oder sich versamt hat? Das wissen wir nicht. Und vor 150 Jahren hat man auch die Bäume und das Holz ganz anders verwendet, als wir es jetzt. Also wir produzieren Produkte in einem unerkennbaren Fabriksystem, von denen wir nicht wissen, was sie sein werden letztendlich und wie sie bewertet werden. Und dann kommt noch dazu, diese Firma, dieser Wald hat ein endloses Leben. So ist es jedenfalls geplant. Nachhaltigkeit bedeutet für immer in einem Dauerwald. Also es ist so, dass wir das nicht einfach mal beschließen können und sagen, das verkaufen wir jetzt oder dann machen wir Tabula Rasa und dann fangen wir wieder neu an. Nein, wir müssen mit dieser Firma und mit diesem lebenden Wesen für immer auskommen. Und das sollte man versuchen. Und dazu kommt natürlich allerdings noch, dazu kommt dann noch, dass wir sehr stark durch naturorientierte Gesetze in dieser Firma bestimmt werden, sollten. Das Waldgesetze, Naturschutzgesetze, Boden-, Wasser-, Umweltgesetze und so weiter. Dazu noch die Verpflichtungen aus Rio, dann Verpflichtungen auch aus den Gesetzen zur Funktionstüchtigkeit des Naturhaushaltes und neuerdings generell die Ökologiepflichtigkeit des Eigentums, Artikel 20. Ach so, gut. A, es ist neu eingeführt worden, also jeder ist mit seinem Eigentum Ökologie verpflichtet. Ich wollte sagen, das ist Urproduktion. Ja? Urproduktion ist der wesentliche Maßstab, ist die Natur und alles andere ist aufgesetzt. Und wir müssen uns, wenn wir Erfolg haben wollen, mit der Waldwirtschaft, dann müssen wir uns primär nach den Naturgesetzen richten und nicht nach Ministerialerlassen. Und das ist das Problem. Es gab aber schon Forstleute, die das wussten. Und zwar solche, die ganz am Beginn der Ausbildung, der deutschen Ausbildung für Forstleute standen. Vor gut 200 Jahren begann in Deutschland die wissenschaftliche Ausbildung für Förster. Und da hat ein sehr berühmter Professor Kotta in Dresden den Studenten also am Schluss seines sehr bedeutenden Waldbaulehrbuchs ins Buch geschrieben und ins Gewissen geredet. Die Wälder bilden sich und bestehen da am besten, wo es gar keine Forstwissenschaft gibt. Ich bin ihm nur sehr dankbar, dass er dass er Wissenschaft gesagt hat. Denn häufig sagen die Professoren, ja, die Förster, die machen das ja alles falsch und so. Aber wir Wissenschaftler, wir wissen eigentlich alles. Ne? Wir wissen alles. Wir sind ja da als Forstwissenschaftler, weil wir es besser wissen als Natur. Sonst brauchte man uns ja gar nicht. Und so bin ich auch ausgebildet worden, nicht in der Hybris. Wald ist so eine Materie irgendwie, aber die Professoren, die wissen das eben. Und das lerne ich jetzt. Und also dort, wo es keine Wissenschaft gibt, sind die Wälder am besten. Ne? Das ist logisch, weil sie sich selbst entwickelt haben über viele Millionen von Jahren oder nach der letzten Eiszeit im Prinzip auf Überleben hin. Das nächste, ihr Förster, ihr müsst euch klar werden, ihr könnt nichts gegen die Gesetze machen. Ihr könnt nichts gegen den Lauf der Natur tun. Ihr könnt es machen, aber dadurch vernichtet ihr dann eure Firma, euren Wald oder eure Bäume. Und als drittes, das muss man eben auch in der Diskussion mit meinen Kollegen so manchmal sagen, du überleg mal, was du schaden kannst, ja? Du kannst wenig nützen, aber du kannst sehr, sehr viel schaden. Darüber lass uns mal reflektieren, wo die Möglichkeit liegt, wenig zu schaden. Es gibt keine Forstwirtschaft ohne Schädigung. Das ist einfach so. Wir wollen ja ran an den Wald. Aber der Schaden muss minimiert werden. Aus diesen Überlegungen heraus haben wir 1994 in Lübeck in einem 5000 Hektar großen Stadtwald gesagt,
die Konsequenz aus all diesen Überlegungen aus Rio, Rio war ja 2 Jahre vorher, 92, ist, dass wir nicht wie bisher und wie wir ausgebildet sind, die Natur ersetzen müssen, sollen, Substitution der Natur, sondern dass wir uns anpassen müssen an die Natur. Es ist die einzige Möglichkeit, wirklich in der Urproduktion einigermaßen erfolgreich zu arbeiten, ist, sich einfügen in die Naturgesetze, sich anpassen an die Waldnatur. Und daraus ergaben sich drei Prinzipien. Dieses Lübecker Modell ist sehr, sehr simpel. Es sind eigentlich drei Hauptprinzipien. Erstens, es ist ein Wirtschaftswaldprinzip. Ja, ich habe in Freiburg in Forstwirtschaft, also in BWL promoviert. Die Annäherung an die natürliche Waldentwicklung ist eigentlich das Hauptgesetz. Also Naturnähe in den Wirtschaftswäldern zulassen, herstellen, aber eher zulassen. Herstellen ist schwer, weil wir gar nicht wissen, wo es hingeht. Das zweite ist nicht mehr verlangen von den Wäldern, zum Beispiel beim Holz, als der Wald von sich aus liefern kann. Also nicht sagen, oh, wenn ich eine andere Baumart einführe, Douglasien oder so, die wachsen 50% mehr oder irgendeinen Trompetenbaum oder einen nordafrikanischen Baum oder einen aus Australien. Da wissen wir, die produzieren 4, 5 Kubikmeter mehr pro Jahr und Hektar. Das nehmen wir, das ist doch toll. Das würde konterkarieren diesen Ansatz, wir müssen dicht an der Natürlichkeit der Wälder bleiben, denn nur so können sie in ihren Gesetzen sich selbst organisieren. Und das Dritte ist Mahnung an die Wirtschafter und Planer. Alles, was ihr tut, wirtschaftlich, sollt ihr nach dem Prinzip der minimalen Störung, also nach dem Minimumprinzip machen. Es gibt häufig unterschiedliche Möglichkeiten, das so oder so zu machen, aber da immer das wählen, was am wenigsten Eingriff und am wenigsten Störung macht und im Vorgriff schon mal das ist meistens auch das, was am wenigsten kostet. Die Hypothese ist also, so ein System in der Urproduktion muss ökologisch optimal funktionieren. Ökologisch heißt in den Gesetzen der Natur. Und das ist die Voraussetzung, dass es auch ökonomisch funktioniert. Wenn man das nicht beachtet, kriegt man es nicht hin. Und das ist das Schicksal der meisten staatlichen Forstverwaltungen, dass sie dauernd rationalisieren, Leute entlassen, Maschinen einsetzen, weil sie bei der Urproduktion, aber bei der eigentlichen Produktion so viel Geld verschleudern, so viel Kosten einsetzen und so viel Risiko schaffen, dass sie das an anderer Stelle einsparen müssen. Ja, also das ist das Lübecker Prinzip, das ist ziemlich einfach. Naturnähe, Suffizienz und Minimumprinzip. Auch in Lübeck sterben die Fichten. Ja, auch in Lübeck, als ich dorthin kam, gab es, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das waren, aber vielleicht 25% Fichten und 10% Kiefern und 5% Lärchen und so, also so 30, 40% Nadelbäume. Mittlerweile sind es nur noch 20. Die sterben da auch. Und das haben wir auch vorausgesehen. Die Fichten waren nun mal da von den Vorgängern und waren freundlich zu ihnen, aber haben ihnen gesagt, ihr werdet nicht mehr lange bei uns sein können, tut mir leid. Und die verabschieden sich jetzt da. Und dann tun sie das und dann fallen sie um oder stehen noch, wie man das hier sieht. Aber wir lassen sie eben liegen, lassen die Fichten liegen oder stehen. Und man sieht, wenn man nichts tut, dann kommt was, ne? Da drunter kommen also die Pioniersträucher und Bäume. Und nach einiger Zeit, auf längerer Zeit, erwarten wir dann einen heimischen Mischwald, die Buchenwald getönte Systeme im Wesentlichen, die langfristig von der Natur auch so gestaltet werden. Aber das dauert Zeit. Da wird man ungeduldig und denkt, oh, das bleibt ja nur bei Fichten und da kommen nur Fichten. Aber das ist bei uns in unserem System da nicht der Fall. Im Übrigen haben wir gesehen, unser System sieht vor, dass man 10% der Wälder nicht mehr bewirtschaftet und als Referenzflächen repräsentativ zur Seite legt und guckt, wie entwickelt sich das ohne Förster und wie entwickelt es sich mit Förster. Und aus dem Vergleich versuchen wir zu lernen, stellen wir fest, dass in unseren Referenzflächen, wo wir seit 30 Jahren nichts mehr tun, bei den Fichten zum Beispiel, der Borkenkäferbefall weniger als die Hälfte ist als in unseren bewirtschafteten Fichtenflächen. Das hat gute Gründe, das will ich jetzt nicht erläutern. Da ist die Störung durch gut gemeinte Bewirtschaftung eben groß. Aber in dem Naturwald dort, in unserem Klima im norddeutschen Tiefland, sind die Wälder relativ vital, selbst unter Borkenkäfer. So wie wir eingreifen, kriegen wir Lichtungen, kriegen wir Trockenheit, kriegen wir Veränderungen, kriegen wir Rindenbrand und dann geht es weiter.
Man muss bei solchen Wäldern auch bedenken, man muss sie alt werden lassen. Ja, wir wollen nicht nur heimische Baumarten und nicht nur wenig stören, sondern wir wollen auch alle Entwicklungsstufen, die zu einem Naturwald gehören, mit da drin haben. Einen sogenannten Dauerwald, in dem wirklich die Verteilung alter und Mittelalter und junger Bäume relativ gleichmäßig sich in Zukunft entwickeln wird. Das ist so ein Vielgenerationenhaus, ne? Dass sie alle irgendwie miteinander sind und sich unterstützen. Solche Bilder müssen natürlich auch da sein, vorne ein Totholzstamm und hinten ältere Stämme und auch wieder jüngere. Das finden wir in unseren Wäldern ja gar nicht, in unseren Forsten. Wir sehnen uns nach dicken Bäumen. Wenn ein Baum mal 1,50 Meter Durchmesser hat, dann staunen wir, fotografieren wir ihn und schicken ihn rum über die modernen Medien. Da ist ein Wahnsinnsbaum. Das ist aber eigentlich ein ganz normaler Bestandteil, nicht? Und wir sind nur entwöhnt. Ja, wie sieht das aus, wenn man nun so eine andere Waldwirtschaft einführt, wie etwa Lübeck und nicht nur Lübeck? Es gibt ja mittlerweile auch so Zertifikatsysteme wie FSC, das ist ähnlich, aber nicht ganz so streng. Oder Naturland, das entspricht dem Lübecker Konzept. Wenn man das danach macht, das ist mal simuliert worden hier mit einem Modell der niedersächsischen Forstverwaltung. Die haben also hier oben so eine Probefläche, die wir hatten, genommen und haben die 30 Jahre runter modelliert mit einem ganz guten Modell. Und da sieht man auf der linken Seite, wenn man nichts macht, also unsere Referenzflächen, wo wir lernen wollen, dann ist das in 30 Jahren nicht sehr verändert. Und da ist irgendwo mal ein Baum umgekippt und dann ist unten sind so ein paar neue Bäumchen in der Lücke gekommen. Aber 30 Jahre ist noch eine ziemlich stabile Situation. Es gibt aber in Deutschland eben sehr viel ertragsorientierte Konzepte, die sagen, wir müssen intensiv ernten. Und wir brauchen Holz und so weiter. Und sonst kommt das eben aus den Tropen und das wollen wir nicht. Wir wollen das hier alles aus Deutschland liefern und so. Und dann erntet man zügig und dann ist nach 30 Jahren auch noch Wald da, aber der Wald wird immer jünger und immer lichter. Die Mitte dazwischen, das ist das Lübecker Modell, dass man versucht, also erstmal die nicht heimischen Bäume, da die Fichten oder was das ist, symbolisch zu ernten. Da ist noch einer und da ist keiner mehr. Und die ganz dicke alte Bäume auch mal ernten, die sehr wertvoll sind. Dann bleiben aber nach 30 Jahren immer noch sowohl da oben als da unten viele übrig und es ist auch sehr dicht. Ja, es ist dicht, denn naturnahe Wälder sind sehr dicht. Die sind doppelt so dicht wie unsere Wälder im Durchschnitt. Also sind etwas dunkler und kühler und feuchter. So, das wäre die Perspektive. Jetzt fragen natürlich Naturschützer, wie wir vom Bund und so weiter, hoffentlich, die Förster, was macht ihr eigentlich für die Natur und für den Naturschutz? Und wenn man die Kriterien aus diesem Lübecker Konzept mal anguckt und was entwickelt sich daraus, dann kann man sehen, dass wir also naturschutzorientiert auch eine ganze Menge positiver Dinge dabei haben. Nämlich erstens schon erwähnt, die Referenzflächen auf 10% Prozessschutz. Also 5000 Hektar ist der Betrieb, 500 Hektar in 8 verschiedenen Einzel Flächen repräsentativ ausgewählt. Also Prozessschutz, ja, Totalschutz mit einer erstaunlichen Entwicklung der verschiedenen Tier- und Pflanzenarten. Das will ich mal zwischendurch sagen. Ich bin da sehr optimistisch geworden. Also gerade also mobile Tiere, die können unheimlich, wenn sich das Muster aus ihrer Natürlichkeit, aus ihrem artgemäßes Verhalten, wenn sich das anbietet, das entdecken die sehr schnell. Und dann sind sie sehr schnell da. Und das ist bei Pflanzen wahrscheinlich ähnlich, dass wenn sie da Fuß fassen können, also natürlich naturnahe und seltene, dass sie da kommen können. Also das lohnt sich, diese 10% Prozessschutz. Da kriegen wir gute Trittsteine für die Zukunft. Dann haben wir gesagt, ja, wir wollen aber Bäume, das auch also sogenanntes Habitatbäume oder Biotopholz, die wollen wir lassen, die ganz besondere Nischen haben, ja, ganz besondere anbrüchige Stellen, Mulmtaschen, Löcher, irgendwas Besonderes, was in der Natur sonst fehlt, im Forst fehlt, die wollen wir anbieten, also mindestens 10% von diesem Biotopholz. Da haben wir mittlerweile sowohl Totholz auch Biotopholz
haben wir in Lübeck 20%. Wir haben gemerkt, dass auf den Referenzflächen sich viel mehr solch totes Holz entwickelt und dem folgen wir dann auch. Dann die Naturnähe haben wir darüber gesprochen. Das ist der Maßstab dicht dran an die natürlichen Waldgesellschaften. Nur wir bringen nur, wenn wir überhaupt was einbringen, das tun wir fast nie, also Pflanzen dann nur heimische, standortheimische Baumarten, keinerlei Gifte und bei den Eingriffen Minimum und Anpassung statt Substitution. Für Naturschützer ist das schon sozusagen ein Leckerbissen. Und deswegen ist das Lübecker Konzept 1994 bereits von Greenpeace als Greenpeace-Konzept weltweit übernommen worden. Die haben diese Prinzipien übernommen, haben das mit uns zusammen vorgestellt der Öffentlichkeit. Und Greenpeace und Lübeck sind also bis heute haben eine enge Liaison. Der BND, ich hatte als BND-Mitglied damals dem BND, dem Herrn Weinzierl, der damals der Bundeschef war, angeboten, der selbst Forstmann, das als, ja, als BND-Konzept mit zu fördern. Und da hat er gesagt, ich finde es to toll, was ihr da macht, aber ich bin Waldbesitzer in Bayern. Und wenn ich den Bayern so etwas vorstelle, dann werde ich sofort abgesetzt. Also das hat gar nichts zu tun mit einer bayerischen Zielvorstellung. Also das Wald muss gemacht werden, ne? Und das geht nicht. Und deswegen hat er das wohlwollend begleitet und auch der Weiger, der hat das wohlwollend begleitet. Aber sie haben immer gesagt, das ist zu viel, was ihr da macht. Also das ist zu viel Natur. Das geht gar nicht. Und wir sind schließlich ja auch der BND ist ja sehr stark von Förstern auch durchsetzt. Jedenfalls in Bayern ist es eine reine Forstorganisation, der BND. Und die würden also so ein richtiges Loslassen, ne? Die Natur, das kann Greenpeace machen, aber nicht BND. Aber trotzdem, ich bin also BND geblieben und sie haben mich nicht ausgeschlossen. Und ich will mal also für Naturschützer nochmal zeigen, wir haben sehr, sehr viele Untersuchungen nachgeschaltet. Seit 2016 gibt es auch eine privat gegründete Naturwaldakademie in Lübeck, die mittlerweile 20 Mitarbeiter hat und diesen Weg begleitet, erforscht und publiziert. Und wir sind sehr, sehr gut durchforscht, permanent. Das ist ja wichtig, dass man sowas begleitet. Wird auch veröffentlicht, aber meist auf Englisch, weil die sagen, in Deutschland hat es sowieso keinen Zweck. Aber international wird es also sehr viel, könnt ihr mal nachgucken, im Internet unter Naturwaldakademie Lübeck. Da gibt es also immer sehr aktuell auch Veröffentlichungen über das, was da geschieht. Also wir haben wieder zum Naturschutz, gerade bei diesen symbolischen Großarten, die man so betrachtet, enorme Verbesserungen durch unsere Waldwirtschaft. Ganz besonders hat mich gefreut, dass wieder Neuansiedlung von Seeadler, Schwarzstorch und Schwarzmilan erfolgt sind. Kraniche, das ist überall in der Bundesrepublik von 2 auf 30 Brutpaare und Mittelspechte 25 auf 110. So, das sind so ganz günstige Entwicklungen, da brauchen wir nichts zu machen, das macht Natur, das macht diese Fabrik, ja, das macht die von alleine. Und da müssen wir gar nichts machen, keine Kunsthorst und nichts, das kommt dann einfach. Oh, und jetzt möchte ich euch ein paar noch mal ein bisschen was sagen zu der Frage, die euch immer wieder entgegenkommt, wenn ihr mit Förstern sprecht. Ja, das finde ich auch ganz schön und wir haben auch zu Hause einen Kater und einen Hund und wir sind eigentlich Naturfreunde, aber wir müssen ja Geld verdienen. Also, was ihr da vorhabt, das ist nett, aber das geht nicht. Wir müssen ja Geld verdienen. Und zumindest die schwarze Null. Und da will ich ein paar Worte über Wirtschaftlichkeit verlieren, weil ich ein bisschen darüber mal was gelernt habe früher. Wirtschaftlichkeit an sich als Begriff ist ziemlich neutral. Das heißt nur, dass man einigermaßen zielorientiert und sparsam mit den Dingen umgeht. Also dass die Relation zwischen dem Ziel und den eingesetzten Mitteln vernünftig ist. Das ist die allgemeine Ausrichtung in öffentlichen Betrieben, ne? Dass man wirtschaftlich in diesem Sinne sein soll. Das heißt noch nicht, dass man Gewinne erwirtschaften muss, sondern das ist eine allgemeine, zweckmäßige, rationale Tätigkeit. Der nächste Schritt ist ein anderer, nämlich Überschuss, finanziellen Überschuss, Gewinn oder Erfolg oder wie man das macht, zu erwirtschaften. Und dafür gibt es verschiedene Rechnungswesen, die das nachweisen. Und das ist etwas, was in öffentlichen Betrieben eigentlich nicht die Hauptzielrichtung sein darf, nicht in öffentlichen Waldbetrieben. Es gibt 1990 einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes als Kontext zu einem anderen Urteil,
Und dort wurde berichtet, dass das Ziel von öffentlichen Betrieben, die immerhin über 50% der Fläche in Deutschland Waldbetrieben ausmachen, darf nicht ein erwerbswirtschaftlicher Überschuss sein. Das ist sozusagen verboten aufgrund der ihrer Zielsetzung. Die primäre Zielsetzung in öffentlichen Forstbetrieben ist die Daseinsvorsorge, also die Sicherung des Lebens von Natur und von Menschen letztendlich, nicht? Es geht ja immer auf den Menschen. Das heißt also, wenn jemand sagt, ja, ich muss aber Überschuss erwirtschaften und so, das ist eigentlich so nicht intendiert und das ist auch aus unseren Gesetzen nicht abzulesen. Es ist auf der anderen Seite aber nicht so hart formuliert, juristisch gesehen, dass man es direkt einklagen kann. Aber es gibt Bemühungen, das zu machen. Also ich wollte das nur mal so sagen. Wirtschaftlichkeit in öffentlichen Betrieben, da mischen wir uns ja meistens ein. Bei Privatbetrieben, da hat man ja seine Skrupel, denkt man, die lassen wir erstmal. Aber also die Überschusserwirtschaftung darf nicht das primäre Ziel sein. Wenn es das doch ist, muss man das mal begründen und dann muss man das diskutieren, weil es in der Regel nicht korrekt ist. Ich komme nachher nochmal auf den Sonderfall. Letzter Satz hier der doppelten Buchführung. Und das hat mit der Bewertung des Vorrates zu tun. Also wie viele Bäume stehen da auf unserem Wald oder sind in den Regalen dieses Betriebes vorhanden? Nochmal zum Gewinn. Wie macht man denn nun, wenn man also über Gewinn oder ein günstiges ökonomisches Resultat reden will? Und das sollen wir ruhig auch als Naturschützer, wenn ein Förster sagt oder ein Waldbesitzer, du, aber ich muss Gewinn machen, sonst wird das nichts. Dann muss man klar machen, wie macht man am besten Gewinn in einem Waldbetrieb, also in einer Urproduktion. Und dann muss man ihm klar machen, die Differenz zwischen Input und Output, also der Gewinn, die ist bei Naturbetrieben, also beim Wald, durch die Naturgesetze und die Nachhaltigkeitsgebote begrenzt. Man kann also nicht beliebig sagen, ich hau da jetzt mehr raus, ne? Ich mache jetzt mehr. Naturgesetze werden das sowieso nicht erlauben und die Nachhaltigkeitsgesetze auch nicht. Also der Output ist sehr, sehr begrenzt. Da kann man nicht viel machen. Deswegen ist die Optimierung des betriebswirtschaftlichen, des betrieblichen Finanzgewinnes in der Urproduktion immer im Wesentlichen durch Minimierung des Inputs erreichbar. Und das ist sehr, sehr wesentlich, weil alle anderen Wirtschaftssektoren durch Maximierung des Outputs ihre Gewinne steigern und suchen. Das geht bei uns nicht, weil wir limitiert sind bei dem Output. Wir müssen also die andere Seite suchen und sagen, wir müssen möglichst wenig Geld verlieren, reinstecken. Wir haben ein System, das von sich aus produziert. Wenn wir nichts machen, entsteht überall in Deutschland Wald. Ja? Also dieses System ist also versessen darauf zu produzieren. Aber wir müssen es möglichst wenig daran hindern. Und jedes Mal, wenn wir also eingreifen, steuern und so weiter, hindern wir es daran. Also Minimierung des Inputs ist eigentlich die einzige betriebswirtschaftlich vernünftige Strategie in der Waldwirtschaft. Das bedenken viele nicht. Die gucken das immer ab bei der industriellen Produktion, bei der industriellen Landwirtschaft. Die pulvert da High-Input, alles Mögliche rein und kriegt das nicht wieder raus. Die wird aber hoch subventioniert. Die moderne Landwirtschaft wäre längst pleite, überall, wenn sie nicht die Subventionen kriegte, denn sie hat die natürlichen Produktionskräfte abgeschafft. Ja, die haben keinen Humus mehr, die haben keine Regenwürmer mehr, die haben nichts, was produziert. Das müssen sie alles ersetzen durch teure Dinge, durch Chemie. und so. So, also das ist mir sehr wichtig, dass ihr das bedenkt, wenn wieder einer sagt, ja, aber wir müssen ja wirtschaften, ne? Wir müssen ja Gewinne erzielen. Das kann man nicht durch Ausweitung der Produktion, das kann man nur durch Zurücknehmen. Und das klingt so komisch. Wie macht man das, dass man steuert in den Forstbetrieben? Also wir haben eine Menge sogenannte fixe Größen finanziell gesehen in unseren Forstbetrieben. Und an fixen Größen kann man nicht viel drehen. Deswegen, man sollte sich klar machen, was ist bei uns fix und was ist variabel. Also was können wir verändern? Die fixen Größen ist zum Beispiel die Menge der Holzproduktion pro Jahr. Die kann man nicht über die Naturgesetze erweitern. Man kann sich Pi mal Daumen sagen, es wächst bei uns im Wald, wo auch immer, ein Kalf oder sonst wo, da wachsen also im Prinzip rund 2,5% des Baumvorrates wachsen jedes Jahr nach. Also wenn man 100 Kubikmeter Baumvorrat hätte oder 200 pro Hektar,
Dann wachsen bei 100 Kubikmeter 2,5 Kubikmeter jedes Jahr nach und bei 200 sind es 5 Kubikmeter und so weiter. Das ist begrenzt, ja, geht nicht mehr, geht nicht mehr. Man kann ein bisschen düngen, dann kostet das viel, wird es etwas mehr, aber irgendwann gehen die Bäume ein, weil sie überdüngt sind. Also Pi mal Daumen, die Menge der Holzproduktion, und die Holzproduktion macht 80% der Einnahmen aus, ist nach oben einfach begrenzt. Das ist eine fixe Größe, um die müssen wir uns eigentlich gar nicht mehr kümmern, wenn wir wirtschaften wollen. Das zweite ist der Marktpreis. Ja, sagt er, ja, Marktpreis, ich kann so gut verhandeln mit den Händlern und so, bin stolz und habe einen hohen Preis. Dann guckt man ganz genau hin. Der Marktpreis für Holzprodukte ist ein internationaler Preis. Der ist, ich bin in vielen Auslandseinsätzen gewesen, der ist international ziemlich fix. Das ist egal, wo man ist. Das ist ein international gehandeltes Holz. Viele tausend Kubikmeter Holz werden nach China aus Deutschland gefahren oder nach USA oder nach Indien. Also es ist ein internationaler Preis, kann man vergessen. Also die Menge der Produktion können wir kaum beeinflussen, nach oben jedenfalls. Wir können sie reduzieren. Das ist gut, aber nicht steigern. Und der Preis sind fix. Im Wesentlichen fix. Es geht so um 5%, kann man vielleicht variieren. So. Und dann kommt noch die Einnahmestruktur dazu. 80% der Einnahmen aus Holzverkauf. Das heißt, das ganze Geschäft, was wir machen, läuft eigentlich ohne Einflussnahme ab. Und das ist natürlich schlecht, wenn man es gestalten will und maximieren will, ne? Das muss man sich nur klar machen. Die meisten denken, sie sind da ganz tolle Bewirtschafter. Man muss also gucken, wenn man wirtschaftlich sein will, wo sind die variablen Einsatzfaktoren? Ja, wo kann ich etwas verändern im Sinne meines Wirtschaftsziels? Und das ist ziemlich einfach. Das ist einmal die Höhe der Ausgaben, also der Eingriffe im Wesentlichen. Wie oft gehen wir in den Wald rein? Pflegen, hegen, so wie sich das immer nennt, ne? Unterstützen, ba, ba, ba. All diese Sachen, die so aus dem Kindergarten oder so entnommen sind, für den Wald, der Wald empfindet das immer nur als Störung. Also für den ist das immer nur schmerzlich, was wir da hegen und pflegen. Also die Anzahl der Eingriffe, also die baden-württembergische Forstverwaltung, wie die meisten anderen auch, geht alle 5 bis 10 Jahre in einen Waldbestand rein und hegt und pflegt ihn, gestaltet ihn, durchforstet ihn und so weiter. Das sind in 100 Jahren sind das eben so 10 bis 20 Eingriffe, eher 20. In Lübeck haben wir 3 Eingriffe in 100 Jahren. Ja? In den üblichen Firmen so 20. Also die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl der Eingriffe und der Intensität der Eingriffe. Zweitens, ja, ich lasse das mal, was dahinter steht. Die Einnahmen pro Kubikmeter Holz sind variabel. Es ist ein Unterschied, ob man Brennholz produziert, ob man Papierholz produziert, ob man Industrieholz produziert oder ob man Furnierholz produziert oder gutes Bau- und Konstruktionsholz. Für Letzteres kriegt man bei Laubbäumen, die variabler sind in dem Preis, bei Eiche zum Beispiel, ja, für Furnierholz kriegt man 800 bis 2000 Euro pro Kubikmeter. Für Industrieholz oder Brennholz kriegt man 50, 40, 30 Euro pro Kubikmeter. Das ist eine Steigerung von mehreren, also 100 Mal so viel oder so. Da muss man sich schon überlegen, also wenn ich schon reingehe, wie viel kriege ich für mein Produkt? Und wenn man nur dreimal in 100 Jahren reingeht und eigentlich nur den einzelnen alten Baum erntet und dazwischen die Natur sich selbst organisieren lässt und nichts wegnimmt, dann erntet man zum Schluss einfach mit jedem Baum, der gleichzeitig 10 Kubikmeter hat und nicht ein oder zwei nur, wie bei der Durchforstung, ein Vielfaches an Wert. Also die Einnahmen sind hoch, wenn man sie alt werden lässt und dick werden lässt. Die Anzahl der Ausgaben sind gering, wenn man die Bäume sich erstmal selbst differenzieren lässt über die Jahrzehnte. Und nicht zu verachten, die Risikokosten sind bei intensiven Eingriffen und der sogenannten Pflege riesig, weil Wälder sich normalerweise selbst so organisieren, dass sie überleben. Das ist ja das Prinzip. Und sie verlieren die natürliche Vitalität durch starke Eingriffe und starke Steuerung. Also diese Reparaturkosten sind enorm.
Das sehen wir jetzt bei den Fichten oder bei allen anderen. Die Förster sagen immer, das konnten wir ja nicht wissen, das wussten wir ja nicht. Wir haben sie gepflegt und gehegt und wir haben sie so freigestellt. Die Kronen standen alle frei und so. Und das ist das Beste, was es gibt. Und sind sie einfach im Wind umgefallen. Das geht ja gar nicht. Und haben wir ja nicht gewusst. Und sie hätten es alle wissen können. Und das sind diese einfachen Prinzipien. Also wenn man wirtschaftlich sein möchte, dann sagt, bitte geht nicht so oft in eure Wälder rein, ne? Die Anzahl der Eingriffe. Wenn ihr reingeht, nur ein paar alte, aber vorher nicht. Erntet so, dass ihr, wenn ihr, dass ihr wertvolle Produkte erntet und nicht irgendeinen Massenkram, der fällt ja zwar an hier und da, aber nicht gezielt. Und bedenkt, dass ihr eure Wälder labil macht mit den meisten dieser Dinge. Also die Risikokosten liegen so bei 30, 40%. Im Moment ist in Deutschland, die planmäßige Ernte ist geringer als die planlose Ernte. Also Katastrophenernte ist im Moment 50%, mehr als 50% in Deutschland, als die geplante Ernte. Es ist nicht mehr wirtschaftlich. Das sind die Risikokosten. Oh, Wirtschaft ist mir sehr wichtig. Und das wurde in Lübeck sehr stark überforscht, wurde sehr stark begleitet. Und hier zum Beispiel eine Doktorarbeit von einem Hauptgegner, einem Professor aus Göttingen, der hat gesagt, jetzt werden wir Lübecker mal auf den Pott setzen. Wir machen eine Studie in der Lüneburger Heide. Das ist so ein Sandgebiet mit ganz wenig Produktivität. Da kann das Lübecker Konzept ja überhaupt nicht klappen. Lübeck hat guten Boden und so. Na, wie bei allen anderen Studien kann man hier sehen, also die verschiedenen Strategien. Das lassen wir weg, das ist PNV, das ist Naturschutz. Aber hier das Konzept, einen hohen Ertrag zu erwirtschaften, aktuell im privaten und öffentlichen Forsten. Die haben also einen Holzproduktionswert von 59 Euro pro Jahr und Hektar erwirtschaftet bei diesem Modell dieser Doktorarbeit. Löwe, das ist das langfristige ökologische Waldentwicklung in Staatsforst Niedersachsen, 67 und Lübeck, ja, 90. Produktionswert. Also immer deutlich drüber. Es gibt mehrere Arbeiten dieser Art, die sind alle in der gleichen Tendenz. Das heißt, unabhängig von dieser hohen ökologischen Wertigkeit, die dieses Konzept davor bringt, sind gerade die ökonomischen Ergebnisse sind besonders gut. Und das erstaunt die Leute immer, aber nachdem ich jetzt schon so lange über den Vorzug der Ökologie und des Beachtens der Naturgesetze gesprochen habe, ist es uns jetzt logisch, dass diese Wälder, die Ökologie, also die Vitalität und die Gesundheit dieser Fabrik, dieser Urproduktion als erstes beachtet, dass die natürlich auch betriebswirtschaftlich weitaus besser abschneiden und vor allen Dingen sicherer. Sie haben ein sehr wenige Risikokosten in der Zukunft und sie können sehr kontinuierlich, sehr stabil weiter produzieren. So, und jetzt nochmal kurz etwas, was ein bisschen abwegig erscheint, Bewertung von Baumvorräten in Forstbetrieben. Da will ich zuvor sagen, die Dichte von Wäldern ist auch ein Kriterium der Naturnähe. Also Naturwälder auf der ganzen Welt und auch bei uns, wenn sie denn wären, wir haben keine mehr, aber in benachbarten Ländern wie Slowenien oder in Rumänien und so weiter haben wir auch Buchen und Buchen-Tannen-Mischwälder und so weiter. Das sind Urwälder, die gibt es noch. Und die haben einen Baumvorrat, der liegt ja, zwischen 900 und 1500 Kubikmeter pro Hektar. Wir in Deutschland haben im Schnitt 350 Kubikmeter pro Hektar. Wir haben im Schnitt in Deutschland 350 Kubikmeter pro Hektar. Und in der Regierungserklärung heißt, das ist der höchste Vorrat in Europa oder so. Und das ist alles bei uns das Optimal. Aber ein Naturwald in Deutschland hätte im Schnitt 700 bis 800 Kubikmeter etwa auf unserer Situation. Das heißt, wir haben nicht mal die Hälfte in unseren Wirtschaftswäldern von der Dichte eines Urwaldes oder Naturwaldes, also dicht dran. Das wäre so, als wenn Ihr Idealgewicht, ne, das können Sie ja ausrechnen irgendwie in unserem Index, also mein Idealgewicht läge so bei, ich weiß nicht, 75 Kilo oder so. Und das wäre so, als hätte ich die Hälfte, also 37, 38 Kilo. So, da lebe ich noch, aber da bin ich nicht sehr stressfest. Ja, da kann ich nicht so viel leisten, als wenn ich mein Idealgewicht hätte. Und das mal so übertragen auf die Bäume. Unsere Bäume leiden zurzeit daran, dass sie zu geringe Vorräte haben, dass sie nicht mehr feucht sind, dass sie kein kontinuierliches Dunkelklima haben und nur in einzelnen Löchern, wo dann mal was zusammenbricht oder geerntet wird, sich wieder erneuern. Der Wind kann überall reinfahren. Ja. Also unsere Wälder leiden sehr daran, dass sie
magersüchtig sind. Wirklich nicht die Wälder, sondern die Forsten. Und jetzt komme ich zurück zu den Baumvorräten, eben als ein Kriterium der Naturnähe. Wenn die Förster zu euch kommen Guck mal hier. und sagen euch, ja, Lübeck ist ganz schön, finden wir auch ganz niedlich, aber so Baumvorrat und so weiter, das ist ja Quatsch, dass sie da so viel haben wollen. Und wenn sie Vergleichsrechnungen machen, dann stellt man fest, dass diese Vergleichsrechnungen in Deutschland in der Regel nicht berücksichtigen, ob jemand seinen Baumvorrat anreichert. Es wird praktisch immer nur die Kassenrechnung betrachtet. Wie viel hast du verkauft? Wie viel hast du ausgegeben? Aber ob einer, sagen wir mal, wie wir das in Lübeck gemacht haben, seit 30 Jahren, immer nur die Hälfte von dem erntet, was nachwächst, und die andere Hälfte in den Vorrat legt, also in die Lagerhalle, ja, das scheint gar nicht auf. Das scheint nicht auf. Aber betriebswirtschaftlich gesehen, und da könnte man verlangen, wenn man einen betriebswirtschaftlichen Vergleich macht mit einem solchen Betrieb und einem klassischen Betrieb, dann könnte man verlangen, dass man diese Vorräte, die angereichert werden, also die jetzt immer mehr werden in den ökologischen Betrieben, gleichzeitig in Geld bewertet. Denn die öffentlichen Betriebe haben fast alle, zumindest die Landesforstverwaltung, mittlerweile die kaufmännische Buchführung, die doppelte Buchführung. Da wird eigentlich der Vorrat bewertet, aber sie tun es nicht. Sie rechnen immer noch als Kassenrechnung, und das, was im Wald geschieht, wird nicht aufgedeckt. Also einer, der zu viel schlägt, ne, das wird nicht aufgedeckt, der also räubert, und einer, der was zurücklegt in sein Lager, das wird ihm nicht gut geschrieben. Und deswegen alle naturnahen Betriebe, die sich auf den Weg machen, den Vorrat zu erhöhen als Naturnähekriterium, die müssen eigentlich zusätzlich das, was sie jedes Jahr zurücklegen, auch bewertet bekommen. Also darauf kann man dringen, denn das ist, und gucken wir mal unten, was das ist. Das ist nämlich eine Besonderheit. Dieser Baumvorrat ist, denken wir an einen Betrieb, einen kaufmännischen Betrieb, da wird was ins Lager gelegt, ja, das Wert hat. Und das hat nicht nur Wert, sondern man muss bedenken, das ist Produkt und Produktionsmittel zugleich. So ein Baum, der lebt, der ist Produkt, wenn man ihn abhackt. Aber wenn man ihn nicht abhackt, dann wird er immer stärker. Die Maschine Wald wird immer stärker, ohne dass man was macht. Ja? Das Produktionsmittel wird also immer vitaler. Das Lager verändert sich selbsttätig, ohne dass wir was machen. Das wird immer größer, das wächst. Wenn man ein anderes Lager hat mit Gummireifen in einem Betrieb, da Werkstatt oder so, die wachsen nicht. Ne? Wenn sie wachsen, passen sie nicht mehr. Aber der Baumvorrat, der wächst, wenn er lebt, immer wie diese 2 bis 3%. Das benötigt keine Lagereinrichtung, keine Wartung, und es verbessert, es wird dicker und qualitativ besser. Dieses Lager verbessert die Situation. Also, wenn einer sagt, oh ja, aber wir müssen doch alles ernten, das können wir uns nicht leisten, ne, dass wir den Wald anreichern, dass er dichter wird. Nein, wenn man es betriebswirtschaftlich bewertet und dann noch ökologisch, dann ist das ein Riesengewinn, und man muss jeden Eigentümer zwingen, wenn der ehrlich ist, dass man bewertet, wenn man anreichert die Wälder mit lebendem Baumvorrat, dass das ein betriebswirtschaftlicher Gewinn ist, und die Nichternte ist kein Verlust. Das ist mir sehr wichtig, dass man sich das klar macht und dass man das mal einfordert. So, wie sieht das denn aus in Deutschland? Rechts ist Deutschland Durchschnitt, von oben links ist Naturwald. Ja, so sieht das aus. Rechts magersüchtig, links natürlich. Und da ist hier und da ist dann da mal so ein Loch, ne? Das ist im Naturwald, fällt was um, im Wirtschaftswald wird was geerntet. Und das sind diese Wälder, die in Baden-Württemberg immer propagiert werden. Da gibt es ja Herrn Kohnle, den Professor aus Freiburg, den ich kenne und den ich auch sehr sympathisch finde, der sagt, wir müssen alles immer freihauen, damit der Regen da runterfallen kann und dass die Naturverjüngung genügend Licht kriegt. Und die Folge ist, das sieht man hier schon, das ist ein Bild noch vor 2018, dass es überall gelb wird, ja, dass die überall absterben, diese Bäume, weil die Buchen als Schattbaumart zu heiß werden, weil der Boden austrocknet und so weiter. Also das ist Deutschland. Und das ist die Zukunft naturnaher Betriebe, ziemlich stabil, ziemlich wenig Schäden im Klimawandel. Oh, und wenn wir uns sagen, naja, gut, was wir jetzt denken und machen, das ist ja ganz wichtig und so wird das auch immer sein, das ist ein Irrtum. Die Funktionen unserer Wälder wechseln in einer Tour mit der Gesellschaft und mit den Anforderungen. Wenn man das mal überfliegt, bis 1700 die Allmende, also da kümmerte man sich nur in seinem direkten Umfeld um den örtlichen Bedarf.
Dann kam die Gier im Merkantilismus, Absolutismus. Oh, aus Holz kann man auch Geld machen. Das war meistens, in die großen Adelshäuser um die Zeit pleite gegangen und die haben festgestellt, mit Holz kann man noch was machen. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg kam so dieser Aufschwung, Erholung, Luxusgesellschaft. Wir kombinieren Nutzschutz und Erholungsfunktion. War ja auch ganz schön. Dann kam Rio. Wir sprachen von nachhaltiger Entwicklung, also auch für die Zukunft denken. Und jetzt haben wir wieder andere Ziele und die sind ganz entscheidend. Das sind Überlebensziele, nämlich was können wir tun, um gegen den Klimawandel etwas zu machen? Was können wir tun, um zu überleben? Also nicht nur der Wald, sondern Menschen. Wir müssen auch im Wald was tun, damit wir überleben kommen können. Und deswegen werden wir in Zukunft, wenn wir mit Förstern reden oder mit Waldeigentümern oder mit Bürgermeistern, sagen, Leute, wir sind in einem Überlebenskampf. Das habt ihr noch nicht so richtig kapiert. Aber dieser Überlebenskampf findet überall statt und auch bei uns in den Wäldern. Und wenn er bei euch noch nicht doll ist, dann wird das vermutlich in den nächsten 10, 20 Jahren doll werden. Das bedeutet, wir müssen als Erfolgskriterium die Klimaleistung unserer Wälder an die erste Stelle stellen, nicht? Durch CO2-Absenkung, Kohlenstoffspeicherung, Kühlung und Feuchteentwicklung. Und parallel dazu, das ist für uns Umweltschützer ja so wichtig, die Biodiversitätsleistung. Denn ohne Biodiversitätsleistung heißt nichts anderes als die Gesundheit des Ökosystems. Also ohne die Fitness des Ökosystems, den Erhalt von Arten, Genen und eben Ökosystemen, können wir auch alles andere nicht leisten. Das bedeutet im Effekt, das ist eine Daseinsvorsorge für Menschen. Wir machen Naturschutz für Menschen. Nichts anderes. Wir sind anthropozentrisch. Und wenn wir den Naturschutz außer Acht lassen, dann lassen wir uns selber außer Acht. Und das ist eigentlich nicht zu verantworten. Das Dilemma, das wir haben, ja, und das uns alle irgendwie lähmt, ist, lassen wir die Natur unverändert, so hat das der alternative Nobelpreisträger Suko kürzlich mal formuliert, wenn wir sie unverändert lassen, können wir natürlich nicht existieren, weil wir auf der Basis der Natur leben. Aber zerstören wir Natur, gehen wir natürlich auch zugrunde. Das ist im Moment die Gefahr. Der Ausweg ist, ja, wir können es natürlich alle umbringen und verzweifeln, aber das wollen wir nicht. Sondern der Ausweg ist, wir müssen so leben und wirtschaften, dass wir uns in den Naturhaushalt einfügen, dass wir die Naturgesetze akzeptieren, dass wir also eine Menschheit sind, die sich ethisch als Teil der Natur empfindet und nicht die Natur substituieren will. So, das ist meine Botschaft heute und dann können wir darüber diskutieren. Vielen Dank.